ist es ja echt richtig chillig. Hängt ihr nur ab oder macht ihr auch tatsächlich irgendwelches Clubzeug? Jetzt mal ernsthaft, Natsuki, wieso bist du so hip? You're too much on the internet. And that is who is nearly every day at least 5 hours on the internet. Mostly just watching videos, so wie. Gibt es außer Mangas noch andere Literatur, an denen du interessiert bist? Also, nicht wirklich. Wenn das so ist, hast du schon mal an den Anime-Club gedacht? That is a good point. Ist das dein Ernst? Ich werde nicht in den Anime-Club gehen. Der ist voller. Understandable. We don't need to finish that sentence, so we already know what's happening in the anime club. Seltsame Typen. Ja, okay. Seltsame Typen. Like, that's no, weeps are weird. People are weird, but weeps. So weep myself? Yeah. Yes, please. Natsuki! Während Natsuki mit den der Sortierung der ihrer Mangas im Schrank beschäftigt ist, nähert sich Sayori von hinten und umarmt sie. Was? Hi. Hi. Seit dem Beitritt von Natsuki läuft der Literaturclub auf vollen Touren. Mit ihr hat der Club nun 4 Mitglieder. Sayori, Natsuki, Yuri und natürlich Monika. Nachdem das Clubtreffen beendet ist und Natsuki und Yuri gegangen sind, beginnt Monika ein Gespräch mit Sayori. Ich habe gesehen, dass Natsuki einige ihrer Mangas mit dir geteilt hat. Ich wäre so gern besser mit dir befreundet. Sie ist so begeistert und gefühlvoll. Ich könnte ihr den ganzen Tag zuhören. Sie ist so neidisch. Ich bin nicht sicher, ob sie gemeint hat, dass ich das ihr gegenüber nicht sagen kann. Oder ob ich es generell nicht sagen kann. Was sagen? Nichts. Ich bin eine Respektsperson. Aber Natsuki ist eine ausgesprochen niedliche Person. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Was ist denn so schlimm daran? Keine Ahnung. Aber weißt du, es gibt eine Sache, die mir Sorgen bereitet. Manchmal befürchte ich, dass Natsuki mich nicht sonderlich mag. Excuse me, what? Ach, das ist doch lächerlich. Wie kommst du denn darauf? Nun, ich meine, es sind nur Kleinigkeiten. Etwa, dass sie erst dann Hi zu mir sagt, nachdem ich sie zuerst gegrüßt habe. Und es fühlt sich an, als würde sie nur dann gerne mit mir reden, wenn es um Mangas geht. Oder um andere Sachen, die sie mag. Sie ist wirklich einfach oft so abweisend. Zum Beispiel, als ich über Gedichte sprechen wollte. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass sie dich nicht mag. Wahrscheinlich ist sie einfach nur schüchtern. Vielleicht. Mein dummer Kopf bringt mich dazu, mir grundlos Sorgen zu machen. Er tut das gerne. Das ist okay. Versuche einfach, dich nicht so sehr zu sorgen. Und alles wird gut werden. Und du kannst jederzeit mit mir über alles reden, das sich wieder drückt. Ich bin hier, um zu helfen. Du bist die Beste. Sayori umarmt Monika kurz. Nun, ich werde weiterhin versuchen. Denn ich liebe sie und ich will ihr näher sein. Conversation is gonna wait. Is it a weird or is it a good weird? I can tell, but it seems more like a good weird. Du machst das schon. Hast du es auch ausgelesen? Nein, aber das ist eine gute Stelle, um aufzuhören. Mir schwirrt der Kopf. Ich brauche eine Pause. Natsuki streckt ihre Arme. Ist ja nicht langweilig. Nein, ich habe geschrien. Oh, ich habe all die Strichmännchen gesehen und mir gedacht, dass die nur langweilig ist. Ich zeichne die Männchen, wenn ich nachdenke oder auf die Inspiration warte. Ich habe mich mit ihnen allen angefreundet. Ja, ist traurig, weil sie den Nachthimmel so schön findet, aber nicht in der Öffentlichkeit zu den Sternen aufblicken kann. Oder dass die anderen sie für eine Spinnerin halten. Okay, that's getting too real. Und der Herr hat Probleme mit seinen Rücken. Aber die Ärzte können nicht herausfinden, woran es liegt.
Was zur Hölle? Du bist ja die Spinnerin. Bist du das Gedicht, diesen dann nämlich gearbeitet habe? Klar, warum nicht? Wirre schiebt das Blatt zu Natsuki. Wenn Natsuki das Gedicht liest, runzelt sie die Stirn. Sie schiebt das Blatt zu Sayori zurück. Fühlst du dich nicht eigentlich nie komisch, wenn du all deine Gedanken und Gefühle so teilst? Ich meine, deine Gedichte sind echt emotional. Ist das schlecht? Aber nein, aber das war nur eine Feststellung. Ich glaube, dass die Leute sich näher kommen können, wenn sie Wege finden, ihre Gefühle auszudrücken. Deswegen mögen sehr viele Leute sehr ruhig mich eingeschlossen, weil sie einfach so denkt. Und ich möchte... Und you can't be mad at somebody who thinks like that. Aber fine. Ja. Das geht beginnen zu protestieren, aber es fällt dir schwer, ihre Gedanken zu Worte zu formen. Was du dein Gedicht dazu schreibst. Monika hat sich aus Freundschaftsanstrengungen verfolgt. Am Ende eines Clubtreffens beginnt sie ein unverfängliches Gespräch mit Natsuki, die gerade am Zusammenpacken ist. Es ist cool, dass du Zeit mit Sayori verbringst. Sie war ganz schön aufgeregt, dass sie die Gelegenheit hatte, Mangas mit dir zu lesen. Ja. Sie macht es doch sich auch Freude, deine Mangas mit dir zu sein, oder? Ja, Christus. Natsuki blickt auf ihre Schulter, gibt aber keine weitere Antwort. Was denkst du gerade? Nichts. Ich rede nicht hinter dem Rücken von anderen. Oh. Natsuki verstummt. Doch statt weiterzupacken, zupft sie nur an sich herum, so als wollte sie mehr sagen. Okay, es ist okay, deine Gefühle zu teilen. Das ist etwas ganz anderes, als hinter dem Rücken von jemandem zu reden. Vielleicht. Ich hasse es nur, wenn Leute hinter meinem Rücken reden. Deshalb tue ich das anderen nicht an. Monika lächelt strahlend. Du bist wirklich rücksichtsvoll. Dann wohl danke. Aber so fühlt es sich für mich nicht an. Okay, ich muss eine Sache sagen. Mir ist schon langsam schwer, in Natsuki Stimme zu reden. Also allgemein, glaube ich, würde ich jetzt das Video lassen mit Voice Acting und jetzt einfach ganz normal in meiner normalen Romanstimme reden. Aber natürlich ein bisschen mehr Personalität den anderen geben. Du kannst mir vertrauen. Natsuki bleibt einen Moment lang schweigend stehen. Sie zupft immer noch herum. Manchmal fühle ich mich, als würde ich ersticken. Ich bin es nicht gewohnt, dass sich jemand so auf mich stützt. Kaum, dass sie uns kennengelernt haben. Es macht ja Spaß, mit dir rumzuringen, aber ich habe einfach keine Kontrolle über das Tempo. Ich kann nicht jemanden treffen und sofort die beste Freundin sein, die alles über sich teilt. So geht das nicht. Manchmal will ich einfach nur chillen. Und relaxen. An our next day. Oh, ich hätte das gar nicht mitgekriegt. Ist schon gut. Wie solltest du es auch bemerken? Ich weiß, aber ich fühle mich deswegen einfach schlecht. Ich kenne Sayori, deshalb hätte ich es bemerken sollen. Monika schwebt mit einem gewissen Schuldgefühl. Schließlich war sie es, die Sayori zu ihrem Verhalten ermutigt hatte. Obwohl sie die Situation nicht kannte, fühlt Monika sich ein wenig verantwortlich. Willst du, dass ich mit dir darüber rede? Nein, das wäre mir nicht recht. Nun, ich könnte sie mit einer anderen Clubaktivität ablenken oder so. Auf keinen Fall! Das wäre doch so hinterhältig und gemein. Tut mir leid, das habe ich nicht richtig durchdacht. Davon ganz abgesehen, nur weil ich jammere, bedeutet das nicht, dass ich jemanden darum bitte, meine Probleme für mich zu lösen. Stimmt. Es tut mir leid. Ich glaube, das ist bei mir ein Instinkt, dass ich Probleme zu lösen versuche. Auch wenn man nicht dazu aufgefordert hat. Ist schon gut. Ich würde gerne mit Sayori darüber reden, aber dadurch könnte es komisch dazwischen bei uns werden. Womit ich mache sie... Ich dann ständig sorgen, dass sie mir auf die Nerven geht. Ich weiß nicht, was ich tun soll, damit alles normal bleibt. Nun, ich glaube, dass sie es völlig verstehen würde, wenn du all deine Gefühle gut ausdrückst. Sayori liegt viel daran, eine gute Freundin zu sein.
Sie wäre sicher glücklich darüber, dass du ihre Freundschaft mit ihr verbessern willst. Vielleicht. Ach, es fühlt sich so dumm an, mit jemandem darüber reden, wie man befreundet sein will. Das ist einfach schräg und nicht gut. Monika zuckt mit den Schultern. Das ist der Literaturclub. Dann mobbelt sie durch ihr unterdrücktes Gedächtnis. Es ist nicht der Cool-Club. Hey! Der Clubraum ist still. Als Sayori hereinkommt, wirft Natsuki einen Blick in ihre Richtung. Sayori lächelt und winkt Natsuki kurz zu, bevor sie am anderen Ende des Raums Platz nimmt. Ihres Gesicht ist bereits in dem Buch versunken. Sayori beschließt, dass sie am besten wohl den Manga weiterliest und holt es heraus. Es sieht aber so aus, als würde Natsuki heute nicht lesen. Boye legt ein Blatt Papier, sie tippt mit den Füller gegen ihren Tisch und starrt ihn an. Oh, schreiben wir heute? Monika spricht in einer leisen Stimme, um den Frieden des Clubsraums nicht zu stören. Sie kniet sich vor Natsukis Tisch hin. Hey! Natsuki zieht das Blatt zu sich und bedeckt es mit ihren Armen. Entschuldigung, ich wollte nicht drauf gucken. Mir egal. Ich wollte nur fragen, wie es bei dir läuft. Es läuft gut. Natsuki antwortet, wegen abweisend. Sie schaut zu Sayori rüber, die auf ihren Manga konzentriert ist. Monika folgt Natsukis Blick. Ich glaube, sie ist wütend auf mich. Wieso das denn? Ich bin gerade beschäftigt. Frag mich später. Monika verstummt. Natsuki richtet den Blick wieder nach unten auf ihr Blatt. Sie bewegt ihre Hand ein wenig vom oberen Rand weg, damit Monika ihn sehen kann. Dort steht an Sayori. Liebesgedicht! Monika lächelt verständnisvoll. Sie legt eine Hand auf Natsukis Schulter und flüstert sachte. Ich bin stolz auf dich. Natsuki wendet den Blick ab, macht aber keine Anstalten, Monikas Hand zu entfernen. Monika drückt kurz Natsukis Schulter, bevor sie aufsteht und zurückgeht. Das Clubtreffen ist beendet. Yuri hat sich bereits auf den Weg gemacht. Auch Monika ist gegangen, nachdem sie Sayori und Natsuki daran erinnert hat, nicht zu lange zu bleiben. Sayori ist entschlossen, ihren Manga noch auszulesen, da sie kurz vor dem Ende ist. Da Natsuki aus einem unerfindlichen Grund auch länger bleibt, liegt eine angespannte Stille in der Luft. Nachdem Sayori mit ihrem Band fertig ist, geht sie damit zum Schrank, um ihn wegzupacken. Unter den Blicken von Natsuki stellt sie den Manga ins Regal. Dann steht Natsuki auf und zieht ihn wieder heraus, um ihn an der richtigen Stelle einzusortieren. Entschuldige, ich wusste nicht, wo er hingehört. Ist schon gut. Die beiden verstummen wieder und vermeiden jeden Blickkontakt. Beide wirken so, als würden sie etwas sagen wollen, aber niemandem gelingt es, die Stille zu unterbrechen. Ein Moment vergeht. Nun, ich muss dann los. Wir sehen uns morgen. Sie wendet sich ab, um ihren gequälten Gesichtsausdruck zu verbergen, bevor sie sich vom Schrank entfernt. Das war mit Sicherheit der Beweis, dass Natsuki nicht mehr mit ihr befreundet sein soll wollte. Niedergeschlagen verlässt Sayori den Clubraum. Im Flur holt Sayori tief Luft und klatscht ihre Handflächen auf ihren Wangen, um einen klaren Kopf zu kriegen. Plötzlich hört sich Natsuki stammelnde Stimme von hinten. Natsuki? Überrascht dreht sich Sayori zu Natsuki um. Natsuki zappelt nervös herum und fährt mit zitternder Stimme fort. Ich hab dir eine Menge zu sagen. Ich dir auch, aber du zuerst. Natsuki beißt sich auf die Unterlippe und kann nicht still sehen. Nun, zum einen, sie unterbricht sich und hat sichtlich Schwierigkeiten fortzufahren. Sie stapft mit einem Fuß auf und hüpft auf der Stelle, um die Worte herauszupressen. Es tut mir leid, wie ich mich heute Mittag benommen habe und dass ich in letzter Zeit generell ziemlich fies war. Es fällt mir ja wirklich schwer. Ich meine, ich habe Schwierigkeiten mit Dingen, bei denen ich mich nicht wohlfühle. Vor allem, wenn es dabei um Gefühle geht, solche Sachen. Also,
Natsuki errötet und sagt kein Wort mehr. Statt fortzufahren, streckt sie Sayori ein Blatt hier entgegen. An Sayori. Der beste Ort in der Welt. Ich liebe mein Schlafzimmer. Es ist voller heller Farben und weicher Dinge. Das Sonnenlicht scheint herein und bringt alles zum Glitzern. Es ist der beste Ort der Welt. Er enthält all meine Scherze, all meine Bücher, meine Sammlungen, meine Erinnerungen. All meine Träume wurden in diesem Zimmer geboren. Es ist der beste Ort in der Welt. Er enthält all meine Geheimnisse, all meine Scheitern, meine Ängste, meine Gefühle. Manchmal fühlt es sich so zerbrechlich an, als würde es eine Tür bei der geringsten Berührung zerbrechen. Aber es ist immer noch der beste Ort der Welt. Doch wenn jemand angeklopft, ängste ich mich. Ich stürze die lose Türangel mit meinen Armen. Bitte zerbrich nicht, komm nicht herein. Ich bin nicht bereit. Es ist mein bester Ort der Welt. Das Klopfen hört nicht auf. Ich blockiere die Tür mit Möbeln. Ein Auge spielt durch das Schlüsselloch und ich gerate in Panik. Ich bin am besten Ort der Welt eingesperrt. Ich bin nicht bereit, meinen Lieblingsort zu teilen. Ich muss meine Geheimnisse reinigen und mein Bett machen, um meine Albträume zu verstecken. Um sie wegzuräumen, muss ich sie anfassen, muss ich sie wiedersehen. Ich habe so viel zu tun und ängstige mich. Ich bin nicht bereit. Aber es ist immer noch mein Lieblingsort. Ich will ihn immer noch teilen. Wenn du geduldig wartest, wie lange es auch dauern mag, werde ich die Tür letztendlich öffnen und dir den besten Ort der Welt zeigen. Ist ein Gedicht. Aber ich dachte, nun, ich habe mich durchgekämpft, um mich wieder mit dir zu versöhnen. Sei also einfach glücklich darüber. Bitte. Der Juris Lächeln kommt von tiefsten Herzen. Ich bin glücklicher, als ich es sagen kann. Ich fühle mich so schrecklich, aber ich bin so glücklich, weil du das für mich getan hast. Vor dem heutigen Glücktreffen wurde mir bewusst, dass ich einen Fehler begangen habe. Ich war so damit beschäftigt, dir näher zu kommen, dass ich gar nicht darüber nachgedacht hatte, was du eigentlich willst. Und dass wir wohl verschiedene Vorstellungen davon haben, wie wir Freundschaften schließen wollen. Also wegen dieser Freundschaftsgeschichte. Ich meine, das ist schon okay. Ich verstehe schon, du musst dich nicht dazu zwingen, darüber zu reden. Dein Gedicht spricht für sich. Also zwing dich nicht, wenn du noch nicht dafür bereit bist, okay? Natsuki nickt. Du solltest nicht das Gefühl haben, dass du etwas falsch gemacht hast. Es war meine Schuld und es tut mir leid. Ich war heute nicht sauer auf dich. In Wahrheit fühle ich mich echt schuldig und wollte dir deinen Freiraum geben. Ich dachte mir, wie albern es ist, dass ich dauernd auf dich zugehe. Ich sollte besser darauf warten, dass du mich ansprichst, wenn dir danach zumute ist. Einfach, wie es für dich passt. Ich werde das ab sofort respektieren. Freundschaften sollten immer damit beginnen. Mit dem richtigen Gleichgewicht. Natsuki nickt erneut. Nur eine Sache noch. Nun, ich will auch nicht ständig auf dich zugehen müssen. Ich will auch ein gutes Gleichgewicht. Wie du gerade gesagt hast. Der Jori nickt. Ich verstehe. Wir werden beide darauf achten. Nun gut. Nach dieser Aussprache fällt es Natsuki leichter, wieder offener zu reden. Ich werde aber nicht ständig allein meine Gedichte mit dir teilen oder so. Aber vielleicht schadet es nicht, es hier und da mal zu tun. Aber ich zeige dir nur die besten. Die sollten dir aber besser gefallen, sonst überlege ich es mir vielleicht noch anders. Mir gefällt alles, was du machst, Natsuki. Ich meine ja nur. Was aber viel wichtiger ist, ich muss dir von meinem neuen Freund erzählen. Hä? Oh, aus dem Mangas. Warte, lass mich raten, wer es ist. Da kommst du nie drauf.
Ich meine, gehen zusammen Dinge anwenden. Du meine Güte, wir haben so viel zu bereden. Mist. Ich hätte dir sagen sollen, mit den letzten beiden Kapiteln zu warten. Dann hätte ich sehen können, wie du auf die große Enthüllung reagierst. Ach, du wolltest sie zusammen mit mir genießen. Das ist ja goldig. Oh, jetzt sei schon ruhig. Oh, that's good.